So Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Heute geht es mal richtig zur Sache. Ne? Diejenigen unter euch, die von sich wissen, dass sie noch genügend Verstand im Kopf haben, will ich so richtig herausfordern. Und zwar mit einem Referat, das sich mit Artikeln aus der Internetpresse beschäftigt. Diese Artikel ziehe ich heran zu einer Analyse. Und zwar, was sie bedeuten können, was sie taugen, wenn ihr sie benutzen wollt, um eure Situation, beurteilen und euren Standort innerhalb dieser sogenannten Corona-Zeiten festzulegen. Ich habe noch mal ein paar Notizen dazu gemacht. Ne? Hier Referat anhand von Webpresse. Ne? Dann als zweiter Punkt, YouWatch zitiert und ja, ich muss das erwähnen. YouWatch zitiert mit einem Artikel, den die Leute selbst übernommen haben aus Rubicon. Das geht aber dann später noch genügend draus hervor. Ja, damit will ich also jetzt hier auf der einen Seite YouWatch oder Journalistenwatch.com ehren, meine Hochachtung ausdrücken und natürlich auch Rubicon. So, wichtig ist natürlich bei diesem Artikel, wer ihn verfasst hat. Und zwar ist es ein Anthony oder Anthony P. Müller mit UE, schreibt er sich hier. Und da wird berichtet, ist habilitierter Wirtschaftswissenschaftler der Universität Erlangen-Nürnberg und derzeit Professor der Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makroökonomie an der brasilianischen Bundesuniversität, steht hier, UFS, wo er am Zentrum für angewandte Wirtschaftsforschung und an deren Konjunkturbericht mitarbeitet. Und im Doktoratsprogramm für Wirtschaftssoziologie, ja, da wirkt er mit und er ist Mitglied des Ludwig von Mises Institut in den USA, des Mises Institut Brasilien und Senior Fellow des American Institute of Economic Research, AIER. Außerdem leitet er das Webportal Continental Economics. Ich habe mich dann noch so ein bisschen weiter erkundigt. Der Mann ist also ein richtiges Schwergewicht. Und er hat in Rubicon einen Artikel geschrieben, einen Beitrag. Der hat es wirklich in sich. Den benutze ich für mein Referat, wo ich im Grunde genommen das, was wir heute erleben, auf seine Anfänge untersuche, kann man sagen, ja, zu ergründen versuche, wo die Anfänge sind und wie sich das weiterentwickelt hat. Da spielt dann das WEF, World Economic Forum, in diesem kleinen Kuhdörfchen da, in dem neutralen Staat, eine wesentliche Rolle. Da, wo es im Winter schneit, ne, und die Leute Skifahren gehen. YouWatch hat also diesen Artikel aus dem Rubicon übernommen. Und ich mache Folgendes. Heute zeige ich euch mal
Das Material, was ich da insgesamt benutzen werde, ich lasse das mal hier durchlaufen in einem iPad. Und anhand dieses Materials will ich dann versuchen, euch etwas bewusst zu machen, in einzelnen Schritten bewusst zu machen, was sich in der Weltgeschichte, in der Wirtschaftsgeschichte, in den politischen Verläufen abgespielt hat, um dann dort zu enden, wo wir heute sind. Ob nun dieses Virus, was da SARS-CoV-2, ja, das zu der Covid-19-Krankheit führen soll, ob das nun gefährlich ist oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Ob das ausgesetzt wurde oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Der Witz ist bei der ganzen Geschichte, dieses Virus wird als eine Tarnkappe benutzt. Ja, als eine Kulisse, die euch Angst machen soll, bis in die Knochen hinein, dass ihr nur noch Kadavergehorsam kennt und dass ihr alles tut, was da dieser Bankier in Gesundheitsminister Kartoffeln alles uns zumutet. Und hinter dieser Kulisse, da wird jetzt versucht, sozusagen eine Abkürzung zu nehmen. Ja, die Welt unter eine neue Weltordnung zu zwingen, die ja allerhand Leute sich gewünscht haben. Bis Ratzinger hat es ja auch gesagt, wir brauchen eine neue Weltordnung. Ja. Also zu versuchen, mit einer allmählichen Entwicklung diese neue Weltordnung der Welt als Ganzes überzustülpen, ja, sagen wir mal in der Wirkung als Ganzes. Die Russen werden vielleicht nicht mitmachen, die Chinesen werden vielleicht nicht mitmachen. Die haben was anderes im Kopf, als sich da von einer amerikanisch dominierten Einrichtung etwas sagen zu lassen. Sie werden also nicht direkt mitmachen, aber sie werden mitspielen. Sie werden mitspielen. Weil das, was diese neue Weltordnung bringt, ist ja vor allen Dingen eine straffe Führung der Bevölkerung, eine Unterjochung der Individuen, die dann sozusagen im Gleichschritt marschieren sollen, wie die Politik es sich wünscht. Und das kann Putin nur gefallen, ja, wenn die das so machen, weil er versucht ja, die frühere Union der sozialistischen Sowjetrepubliken zusammenzuhalten als Russland und hat dort so seine Probleme gehabt, vor allem mit den Oligarchen, die das ganze Staatsvermögen oder Volksvermögen ausgeplündert und an sich gerissen haben. Da hat er etwas Remedur reingekriegt, ja, die Leute sind also wohl weitgehend entmachtet, aber der eigentliche Oligarch mag ja jetzt Putin sein. Und wenn da straff die Zügel angezogen werden und Putin da den Daumen rauf hat, kann ihm nur passen. Die Chinesen wird das nicht stören. Ne? Den Chinesen wird das ganz zu Pass kommen, weil sie ja im Grunde genommen die Instrumente, die einer neuen Weltordnung sehr passen würden, bereits in ihrem eigenen Land anwenden. Ne? Warum sollen sie da nicht mitmachen? Dann haben wir also den Block der Russen, dann haben wir den Block der Chinesen. Die Frage ist, andere asiatische Völker, naja, die werden, um wirtschaftlich gut davonzukommen, werden die dann wahrscheinlich mit dem Westen mitspielen. Ja, so sehe ich das, ne? Werden die mitspielen. Wie genau, spielt überhaupt keine Rolle. Für uns ist jetzt maßgebend, und da werde ich dann auch von dem Herrn Professor Müller den Aufsatz für hernehmen. Für uns ist es wichtig, mal herauszukriegen, wo stehen wir, was müssen wir glauben, was können wir glauben, was sollten wir glauben. Und da ist ja am 29.08., jetzt also, direkt vor der Tür stehend, ist ja die Demo in Berlin. Die setzen auf Liebe, auf Frieden und wollen Freiheit. Ja, was ist Freiheit? Für mich ist Freiheit nur
der Rahmen für die Möglichkeiten, meine Persönlichkeit zu entfalten. Ja, alles andere ist mir wurscht. Ja, ob da irgendwelche Leute da 90 Breitengrade oder Längengrade weiter auf dieser Welt, ob die da Freiheit haben oder nicht, interessiert mich überhaupt gar nicht. Ne? Ja, nee, das interessiert mich echt nicht. Ne? Mich interessiert meine Freiheit. Und im Rahmen meiner Einbettung in das deutsche Volk interessiert mich natürlich auch die Freiheit des deutschen Volkes. Aber fragt mal jeden Einzelnen, hör mal, was verstehst du unter Freiheit? Ne? Also, dafür gehen die dann auf die Straße, für Demokratie, für Freiheit, und sie wollen es mit Liebe tun. Gut. Wenn der Druck groß genug ist, dann kann natürlich durchaus sein, dass analog zu den Vorgängen bei dem, ich nenne es mal Aufstand, 1989, 90 in der DDR, dass analog dazu die Regierung genötigt wird, die Segel zu streichen. Aber was kommt dann? Die Frage ist, ob die Segel nur gestrichen werden, eine andere Regierung kommt und die dann auch wieder unter Corona-Virus-Bedingungen das Volk koordiniert. Angenommen, es gibt Neuwahlen, was passiert denn dann? Ne? Kriegt die CDU so richtig einen auf den Deckel? Kriegt die SPD so richtig einen Deckel? Schießen die Grünen durch die Decke? Kriegen wir einen Kanzler Habeck? Ja? Also, bleiben wir mal im Rahmen. Das war die Kirche im Dorf. Was Corona als Krankheit, als Epidemie, als Pandemie bedeutet, das hat ja der Samuel Eckert genügend auseinandergenommen. Also wer seine Beiträge gesehen hat und richtig versteht, der weiß, was läuft. Und dann haben wir ja auch von wirklich namhaften Leuten, die sich in der Virologie und in der Epidemiologie auskennen, haben wir ja die entsprechenden Statements. Da steht also jetzt im Raum, was in Berlin so direkt nicht geleistet werden kann. Da haben die Zeit nicht von, die können sich da nicht auf die Bühne stellen. Da haben wir also im Raum die Frage, ist in Wirklichkeit dieses ganze Geschehen, nennen wir es mal Theater, ist das in Wirklichkeit eine politisch ganz anders gewollte Veranstaltung, die eindeutig in Richtung neue Weltordnung geht, wobei also, ich will mich jetzt wiederholen, Corona nur ein Vorwand ist, eine Kulisse. Da werde ich dann ein Referat zu halten. Ja, zu dem Referat habe ich dann jede Menge Seiten, ja, die ich da durchgehen werde. Und zwar ganz schwergewichtig mittels des Beitrages von Professor Müller. Ja, das war jetzt ein bisschen umständlich. Ihr seht, ich habe jetzt zwar ein paar Notizen gehabt, aber ich arbeite ohne Manuskript. Ich rede einfach so, wie es mir einfällt, wie es mir in den Kopf kommt. Und ich hoffe, damit seid ihr einverstanden. Also ich werde euch richtig an die Arbeit treiben. Ne? Ihr müsst ja nicht. Ne? Ihr könnt ja sagen, interessiert mich nicht. Ne? Wie heißt das? Jeder hat das Recht, die Freiheit, auch dumm zu sterben. Ne? Ja. Wir leben in Corona-Zeiten, Leute. Also, wappnet euch. Bleibt seelisch stabil, nehmt euch in die Arme, drückt euch, habt euch lieb, kümmert euch um die Kinder. Da sind jetzt ein paar Leute aufgestanden, ein paar Lehrerinnen haben sich da gezeigt, die auch den Quatsch, der in den Schulen da durchgedrückt werden soll, stark kritisieren.
Dann hat hinsichtlich der Maskenpflicht für Schüler im Unterricht ein Verwaltungsgericht entschieden, dass da die Grundlage fehlt, aber das war mehr so formaljuristisch. Ne? Wenn die Lehrer oder die Schulleitung das verlangt, ist das jetzt ein Verwaltungsakt, hat das Gericht gesagt, ja, ist ein Verwaltungsakt, dann ja, muss er überprüfbar sein, er muss angreifbar sein, er kann nicht einfach sofort vollstreckt werden, beziehungsweise kann eine Beschwerde dagegen eine aufschiebende Wirkung haben. Wir sind damit durchgekommen, ne? Es gibt dann auch noch eine Hauptverhandlung. Und da ist dann die Frage, ob das Gericht die Voraussetzungen, die die Politik geschaffen hat, anerkennt, ja oder nein. Aber es hat auch andere Entscheidungen schon gegeben, die die Selbstherrlichkeit in Berlin so ein bisschen ins Wackeln bringen. Ne? Ja, Leute, das war's dann. Ne? Und das Studieren von Online-Zeitungen und Magazinen. Die Bild am Sonntag darf nicht fehlen. Und was heute drin ist, das freut mich. Alles Gute, bleibt gesund. Ne? Tschüss. Mal was anderes. Hallo Meinung. Hallo Meinung, ziehe ich mir nicht rein. Das ist eines der langweiligsten Dinge, die ich bisher so gesehen habe. You are a rude, terrible person. Meine liebe Familie von Hallo Meinung. Das Team und ich, wir haben ein paar Dinge erarbeitet, die so besorgniserregend im Erkenntnisstand sind, dass sie einfach eine Notwendigkeit hervorgerufen haben, diese Sendung einzuberufen.